30 Jahre Nationalpark Wattenmeer und alle feiern mit. Am 1. Januar 1986 wurde an der gesamten niedersächsischen Küste ein Nationalpark ins Leben gerufen. In 30 Jahren ist viel passiert. Der Nationalpark ist ein bedeutender Pfeiler im gesamten Küstenraum und ist nicht mehr wegzudenken. Und mit der Anerkennung des internationalen Wattenmeeres als UNESCO-Weltnaturerbegebiet eine ausgezeichnete Landschaft von Weltrang. Zu einer gemeinsamen Feierstunde fanden sich am Donnerstag Vertreter aus Politik und Naturschutz im Wattenmeer-Besucherzentrum zusammen. Zu Besuch waren unter anderem Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven, Dr. Ulrich Getsch, Landrat des Landkreises Cuxhaven, Kai-Uwe Bielefeld, sowie Leiter der Nationalparkverwaltung des niedersächsischen Wattenmeers, Peter Südbeck. Ganz besonders freute man sich, dass auch Stefan Wenzel, niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz in Cuxhaven vorbeischaute. Wenzel hatte viele lobenswerte Worte für die Verantwortlichen der Nationalparkverwaltung, blickte aber auch gleichzeitig kritisch auf die immer zunehmende Verschlickung im Wattenmeer. Das Wattenmeer ist eine extrem wichtige Naturregion, deswegen auch als Weltnaturerbe anerkannt. Aber das Erfolgsrezept ist eine gute Kooperation vor Ort, einen engen Dialog zwischen den Menschen, die hier leben, am Watt, am Meer, auf den Inseln und der Nationalparkverwaltung und den Naturschutzverbänden, den Nutzern, denen hierher kommen, die herkommen als Gäste und hier diese wunderbare Natur genießen. Da gibt es immer wieder Konflikte und da muss man immer wieder miteinander reden und das gegenseitige Verständnis suchen und das ist wichtig. Viel hat sich verändert in den letzten 30 Jahren. Müssen sich zum Beispiel jetzt so die Kitesurfer, die hier in Cuxhaven sind, oder auch der Hafen, müssen die sich noch auf große Veränderungen jetzt einstellen in den nächsten Jahren? Das sind ja Nutzungen, die teilweise schon viel länger, viel älter sind als der Nationalpark selbst, etwa die Hafenfunktionen. Und zum Teil sind es auch neue Sportarten, die es vor 30 Jahren gar nicht gab. Und deshalb erfordern die auch immer wieder den Dialog, immer wieder zu gucken, wie kann man das unter einen Hut bringen. Manches geht auch nicht. Das hängt immer davon ab, was für Pläne, was für Projekte auf dem Tisch liegen. Aber ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass der Nationalpark auch wirtschaftlich für die Küstenregion einen ganz wichtigen Effekt gehabt hat. In Cuxhaven ist momentan ein großes Thema natürlich die Verschlickung. Viele Bürger sind auch sauer dadurch, dass sich halt so viel auch verändert hat. Jetzt haben Sie sich sehr zurückgehalten bisher zu dem Thema Verschlickung. Die CDU beispielsweise diskutiert heiß darüber. Warum halten Sie sich bisher so zurück? Wir haben ja seitens der Forschungsstelle untersucht, wo die möglichen Ursachen sind. Und die sind manchmal nicht so einfach im Zusammenhang da, wie das in der Vergangenheit diskutiert wurde. Grundsätzlich sehe ich aber die weitere Vertiefung der Hafenzufahrten sehr kritisch und hoffe, dass Hamburg sich hier auch nochmal Gedanken macht, ob sie tatsächlich in der Form weiter planen wollen, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Ich hoffe hier aber auch auf das Bundesverwaltungsgericht, weil jede Vertiefung natürlich auch weitere Schlickmengen bringt. Und wir sehen hier an der Küste, wie wichtig das ist, dass eben auch die Strandflächen, die Wattflächen eben so sind, dass man da auch nicht Gefahr läuft, in einem Schlickloch zu versinken. Viel zu bestaunen gab es dann für die Gäste im dreistöckigen Besucherzentrum und auch der Bürgermeister der Insel Langeoog, Uwe Garrels, fand noch ein paar Worte an die vielen Besucher. Wie es sich traditionell für die Küste gehört, untermauerte ein Shantychor mit norddeutschen Klängen einen rundum gelungenen Nachmittag. Musik.